Großbritannien hat offiziell die Marke von 80.000 Corona-Toten überschritten. Am Wochenende wurden erneut über 1.000 Tote gezählt, meldete die Regierung in London. Das bedeutet Platz 5 weltweit. Noch unklar ist die Rolle der mutierten Virusvariante. Die Situation ist wirklich besorgniserregend. Einer von 30 Menschen könnte sich mit der neuen Variante des Virus angesteckt haben. Es ist wichtiger denn je, dass wir so viele Menschen wie möglich impfen. Weil in Großbritannien aber auch 3 Millionen Menschen derzeit mit dem Coronavirus infiziert sind, drängt die Zeit. Die Regierung rief zum Durchhalten auf. Es ist eine Herausforderung, denn jede Kleinigkeit kann fatal sein. Man mag denken, ein kleiner Regelverstoß ist nicht so schlimm, aber diese Regeln und Verbote sollte man nicht ausreizen, sie sind die absolute Grenze. Immer mehr Krankenhäuser im Königreich melden, dass sie an der Belastungsgrenze arbeiten. Daher wächst die Kritik der Opposition. Das Problem ist, dass die Regierung verschiedene Sachen sagt. Geht ins Restaurant? Nein, doch nicht. Bleibt zu Hause? Nein, bleibt doch nicht zu Hause. In London hatte Bürgermeister Khan wegen der hohen Infektionszahlen den Katastrophenfall ausgerufen.